Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Need for Speed Unbound. Qualifikation Nummer 2 haben wir durch. Wir haben auch wieder Geld und schauen mal, was uns jetzt hier an. Jetzt brauchen wir einen S-Wagen. Okay. Dann würde ich, glaube ich, gerade mal das Geld investieren und den ausstylen. Was kostet mittlerweile die Qualifikation? 100.000, okay. Gut. Stimmt, da können wir auch mal noch, aber das hat noch Zeit, bis wir da investieren. Okay, da ich die, glaube ich. Dein Auto muss mithalten können, sonst humpelst du durch die Quali. Und das geht so kurz vor der Ziellinie mal gar nicht. Okay. Nicht allzu viel getan. Will ich dafür Geld ausgeben, ehrlich gesagt? Ist ja auch irgendwie alles nur tropfenheißer Stein und so. Nee, ich glaube, das wird einfach nur. So. Markierung bitte. Okay, ich kann hier nichts bearbeiten, wie mir scheint. Okay. So, bitteschön. Fahreffekte. Lass mal alles schwarz. Packe ich mir noch Neon drunter? Warum eigentlich nicht? So. Dann Leistung bitte. Ihr seid schon alle auf Gold, du nicht. Gehst du aber dann damit direkt auf S Plus, okay. In Ordnung. Das bringt auf jeden Fall schon mal was. So, mein liebes Chassis. Ja, du bist Rennwagen, von daher. Gib ihm. Und theoretisch hätten wir jetzt auch noch die Elite freischalten können, ne? Ja. Antrieb ist schon Elite, du bist schon auf Super. Jupp. Ich glaube, wir brauchen also Elite, um den noch ein bisschen hochzuschaufeln, ne? Oder ich muss halt hier was zurückstellen noch. Wie viel sind das? Das sind 30.
Ich kann hier nicht runter tatsächlich. Okay. Na, wenn wir das runter, das wären dann. Aber ich glaube, da bin ich trotzdem zu hoch. Testen wir mal. Ja. Okay. Dann, ja, musst du jetzt erstmal so fahren. Schick. So, auf geht's, da hinten ist dann S. Fahrerei. Okay, ja genau, Polizei ist noch ein bisschen drauf. Und da, ja, geht direkt mit S los. Also das Problem ist halt, wir haben halt nicht komplett ausgelevelt. Mal schauen. Zentrale an alle Einheiten. Heute sind zusätzliche Wagen unterwegs, um ein paar Racer zu schnappen. Holt sie euch! Das ist okay. Das ist nicht so. Oh, netterweise werde ich oben hin wieder gesetzt. Gut. Ich glaube, ich muss hier unten rum, ne? Lenke, bitte. Ja, das sieht besser aus. Ist das dieser verdammte Street Racer, den wir suchen? Wer weiß? Das zählt nicht als Beinerunfall? So, du kannst mal hier. Ah ja, das sind wir die 30. Gut. Sehr schön. Gut, schauen wir uns mal das Rennen hier an. Ja, wir liegen echt doch relativ weit hinten. Gibt halt gut oder würde gut Geld geben. Mal schauen. Wir werden sehen. Niemand überholt den Schiss. Alles klar. Ich glaube, ich habe auch Glück, dass der eine halt gerade hier ausgedüst ist. Das
Selfie-Spiel will was von dir. Ich nehme Verfolgung auf. Endlich jemand, der fahren kann. Ja, sollte aber machbar sein, tatsächlich. Fuck. Cool. Ich versuch's. Vielen Dank für die Tipps. Aber ja, sollte passen tatsächlich. Abkürzen, wo es geht, das hier angenehm gut zu machen. Niemand kommt so leicht an mein Geld. So, einmal kurz runterbremsen hier und dann passt's. So, und ihr rappt mich jetzt nicht vorher noch weg. Das fände ich nicht schön. Cool. So, Geld. Genau, stimmt, mit Dings, also über die Wette haben wir auch noch ordentlich. Wie viel waren das? 4, 2, 5 sogar? Cool. Sehr schön. Gut, weiter geht's. Oh. Bleib dran. Ich habe Sichtkontakt zur Zielperson verloren. Zielperson bei Belmont. Person wiedergefunden. Okay, hätte funktionieren können. Verdammt! Unsere Jagd ist erstmal vorbei. So, verziehen wir uns nochmal kurz. Verdächtige Person wieder im Blick. Mhm. Der Wagen kommt weiter einfach alles. Ja, ich glaube, wir sollten den auch mal ausschalten. Der wurde erwischt. So, dann als nächstes. Verfolgung gescheitert. Haben wir noch was, was Geld bringt? Du, nochmal 10.000, okay. Uns gibt nichts. P-Boost, nett. Ja. Obwohl das ein Drift, ich habe doch keinen Driftwagen auf S. Nehmen wir das mit. Einiges am Weg vor uns. Hab mal Auftrag für dich. Kennst du Chemie so? Er war mein Schützling vor dir. Ich bin nicht die erste Person, die für dich fährt. Wie verletzend. Nein, aber du bist mein Favorit. Jedenfalls muss sein Ferrari LaFerrari abgeholt werden. Im Ernst? Mann, er hat sogar einen besseren Wagen als ich. Scheint so. Cool. Dafür ist halt die komplette Kontrolle verloren. So, ich muss dahin. Alles klar, bleiben wir mal bei Querfeld ein. Das passt ja dann schon mal. Und hier waren die Bärchen. Ich erinnere mich.
Ja, das war zu erwarten, dass ich da nicht mal durchkomme. Willkommen zurück bei KRSFM News Across the Lake. Während sich das Wahlrennen zuspitzt, sprach Bürgermeisterin Stevenson vor dem Kapitol mit der Presse, um erneut ihr Engagement für Recht und Ordnung zum Ausdruck zu bringen. Ich habe zu hart für diese Stadt gekämpft, um mich jetzt einfach zurückzulehnen und zuzulassen, dass illegales Glücksspiel in unseren Gemeinden Fuß fasst. Deshalb erhöht das LPD den Druck. Wir werden keine Methoden scheuen, um unsere Reaktionszeiten zu verkürzen und der Kriminalität ein Ende zu bereiten. Glauben Sie mir, wenn ich sage, dass ich es ernst meine. Ja, bei den steigenden Preisen ist es für viele eher ein Glücksspiel, ob sie die nächste Miete stemmen können. Ja, Inflation ist scheiße. 45 wäre das nächste, okay. Nach und nach. Nach und nach holen wir uns das ja dann auch noch, schätze ich mal. Also da habe ich es nicht vor, alle zu holen. Ich, wie gesagt, ich mache die Rennen, wenn ich unterwegs was finde, dann ist es okay. Zentrale, ich habe aktuell Sichtkontakt zu 2440. Um viel mehr kümmere ich mich dann aber auch nicht. So, du warst oder bist relativ weit weg. Aber da haben wir es schon. Oh, direkt neben der Garage. Okay. Na dann. Auf geht's. So, 12.000. Wenn wir es schaffen. Auf geht's. So, ja, der liegt echt gut auf der Straße. Kein Unfall bauen. Das kostet alles Zeit. So, ja, aber der lässt sich auch mal gut treten. Das macht echt Spaß mit dem Wagen. Habe ich ja dann doch mal mein Ferrari gefahren. Ja, zeitmäßig sieht es auch ganz gut aus. Hälfte der Strecke, ungefähr Hälfte der Zeit. Ungewöhnlich angenehme Kurvenlage. Das war jetzt nicht gut. Aber das holen wir auch gleich wieder raus. Ja, nee, ich konzentriere mich jetzt auf die Strecke. Und versuche das zeitlich zu schaffen. Ganzes Stuntzeug. Hm. Wird knapp, aber ja, okay. Dots. So, ungefähr 5 Leute dabei tot gefahren. Hey Rydell, bin fertig. Der Ferrari war ein Traum. Sogar Shimizu war beeindruckt von deiner Geschwindigkeit. Ich bin wirklich stolz auf dich. Ihr wart früher echt dicke miteinander. Sag's nicht so, als wär's Ups, sorry. Dann. Ewig her. Das war in den frühen 2000ern. Oh ja. Du hast dieses Y2K-Ding miterlebt, nicht wahr? Dachtest du damals echt, die Welt geht unter? Klar. Und deshalb haben wir Party gemacht, als wär's 1999. Okay. Komm schon, den Song musst du doch kennen. Prince? The artist formerly known as? Okay, ich leg jetzt auf.
Gut, dann. Ah ja, nochmal Plakatwände. So, dann schauen wir mal. 7000. 6000 ist halt alles nicht mehr so das Wahre. Das wäre halt auch, wie gesagt, das Straßenrennen. Aber ansonsten. Ich glaube, wir beenden tatsächlich den Tag. Das sieht alles nicht so lohnenswert aus. Okay, gut. Nächste Folge geht's weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Macht's gut und ciao, ciao.